Ja, liebe Hörer von Radio Dresden, heute können wir Sie gar nicht neidisch machen. Also das Wetter hier in San Pedro del Pinatar, bewölkt, 14 Grad würde ich schätzen, gefühlt sind es 10 Grad und es ist ziemlich windig. Aber ich freue mich trotzdem, dass Dennis Erdmann neben mir ist. Dennis, hallo, es ist jetzt schon der 6. Tag hier im Trainingslager, Stichwort Lagerkoller. Ja, Lagerkoller hält sich noch in Grenzen. Klar will man nicht immer nur dieselben Jungs sehen, sondern will man auch Familie sehen und andere Personen, aber mit den Jungs lässt sich auch ganz gut leben. Was hast du gestern am freien Nachmittag gemacht? Ich war mit dem Benni und mit dem Christian Walter, dem Chef-Scout, ein bisschen an der Strandpromenade, haben ein bisschen was gegessen, ein bisschen was Zuckerhaltiges zu uns genommen und halt uns gestärkt, ganz normal. Und einen super schönen Sonnenuntergang miterlebt, oder? Ja, war zwar windig, aber war schon schön. Ganz romantisch mit den Zweien gewesen. Ja. Auf dem Zimmer liegst du hier mit einem anderen Teamkollegen. Das ist ja so ein bisschen zugeteilt worden. Erfahrener Spieler mit jungen Spieler. Ja, also ich bin mit dem Tobi Müller. Ich glaube, an Zweitliga-Einsätzen hat er mir noch einiges voraus. Aber vom Alter her bin ich halt ein bisschen älter. Aber wir beide verstehen uns super. Wir hier reden über die Weltpolitik, über gewisse Dinge. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Wobei du zunächst einen anderen Spieler auf dem Zimmer hattest. Ja, ich sollte eigentlich mit dem Virgil auf dem Zimmer sein, aber der schnarcht so laut, hätte ich mir einfach nicht antun können. Und von daher habe ich den Silvano da reingeschickt. Ich glaube, Käse und Käse versteht sich gut und von daher. Denn ich stelle mir gerade vor, wenn Virgil da schnarcht, wie du dann in der Nacht wach wirst und ja, du bist ja auf dem Platz auch ziemlich aggressiv, aber das muss man bei dir komplett unterscheiden. Privat bist du ja ein ganz, ganz Lieber, du lebst deine Aggression wirklich nur auf dem Platz aus. Also du hast ihn vielleicht nur zart angestupst oder wie ging das vor sich? Ja, ich habe ihn echt nur leicht berührt mit dem Fingernagel, aber ja, ich, wie gesagt, auf dem Platz bin ich halt ein komplett anderer, aber privat bin ich halt ein lieber netter Kerl. Definitiv. Aber Stichwort Aggressivität, du hast ja nun doch die ein oder andere gelbe Karte gesehen in der Hinrunde. Wie versuchst du, deine Aggressionen zu kanalisieren? Das ist ja ganz wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch gucken, dass du nicht in der 27. Minute vom Platz fliegst. Ja, also wie gesagt, vom Platz fliege ich definitiv nicht, egal in welcher Situation ich bin. Aber die Aggression, ja, ich habe einfach ein Ziel vor Augen. Ich will, weiß, was ich will. Ich fokussiere mich ja drauf und ja, das ist halt das Wichtigste und ich halte mir das halt jeden Tag vor Augen und so schaffe ich es halt. Was willst du? Ich will mit Dynamo in die zweite Liga. Kein ganz schlechtes Ziel, würde ich sagen. Was nehmt ihr euch jetzt konkret für die Restrückrunde vor? Was macht dich optimistisch, dass Dynamo am Ende mit vorn dabei ist? Ja, ich glaube einfach, wir haben einen längeren Atem. Wir versuchen, so lange wie möglich oben zu bleiben. Klar, wir haben gewisse Spiele noch vor uns, schwierige Spiele, Bielefeld etc., auch die Mannschaften von unten sind halt schwierig, aber ich glaube, mit den Fans im Rücken werden wir noch einiges erreichen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr so lange wie möglich oben dran bleiben und dann echt die Türe aufstoßen. Heute im Training war richtig Dampf dahinter, da gab es diese kleinen Spielformen 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, das macht, glaube ich, dir auch dann so richtig Spaß, wenn man sich so austoben kann auf dem Platz. Ja, also macht schon einem Spaß, es sei denn, der Scholle schießt einen mit 200 km/h gegen den Kopf, dann macht es mir keinen Spaß mehr, aber so macht es echt Spaß und ich glaube, den Jungs auch und wir sind alle heiß, wir wollen alle marschieren, wir wollen alle Gas geben und ja, so muss es einfach bleiben. Ein Markenzeichen von dir sind die vielen Tattoos. Hast du schon überlegt, kommt im Sommer vielleicht eins dazu? Wobei, die haben ja alle einen tieferen Sinn bei dir, ne? Die haben ja eher weniger mit dem Sport zu tun. Ja, genau. Ja, die haben alle einen tieferen Sinn. Aber ich würde mir auch gerne das Dynamo-Logo dann tätowieren lassen, wenn wir aufsteigen. Das habe ich den Jungs auch schon gesagt. Und das werde ich dann natürlich auch einhalten. Dennis, danke dir. Ich danke dir.